So, Freunde, damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 1. Wir sind immer noch im Zaubereiministerium, haben gerade Umbridges Büro durchsucht und ungewollt gegen ganz schön viele komische Leute und Dementoren hier kämpfen müssen. Und jetzt geht's zu den Gerichtsräumen, wo sich Dolores Umbridge wohl aufhalten soll. Find heraus, ob sie den Horcrux besitzt. Okay. Oh. Das erinnert mich natürlich direkt an den Orden des Phönix. Hier ist auf jeden Fall weniger los. Aber wir haben ja einiges gefunden. Passt. Doch aufs Prinzip noch mal nach links. Ich meine, es hat schon immer, ja, siehst du, hier ist nämlich auch was. Es hat schon immer was, diese, sag ich mal, Stealth- oder Tarnumhang-Mission. Hier ist ja echt gefühlt gar kein Sound. Ich sehe das gerade in der Aufnahme. Hier ist ja echt kein Sound im Spiel. Nur das Geatme von Harry und natürlich mein Gebabbel. Soll man hier lang? Hä? Bin ich hier richtig? Nö. Will ich jetzt auch nicht unnötig auffliegen? Your distance. Ah, okay, ja. Da muss ich erstmal aufladen. Also zumindest so ein bisschen. Oh, ich schätze mal, lohnt es sich hier vielleicht rechts und links nochmal reinzugehen? Könnten natürlich noch ein paar Collectibles sein. Ja, aber nee, safe nicht, wenn da so zwei Leute stehen, da fällt man ja auf. Ich werde es jetzt nicht riskieren. Aber vielleicht dann halt im 100% Stream.
Oh nee. Ah, okay, ja. Yeah. Wenn man hier nochmal hinläuft. Okay, da kommt man hier irgendwo wieder raus. Okay, egal. Oh nein. Denn der hier? Oh, überwältige Umbridge? Was? Oh nein, sie trägt doch Pink. Aha. Kätzchen. Ist das ihr Patronus oder was? Hauen wir mal hier diesen neuen Zauber auf die. Dann sie auch mit ihren Hüten. Das Ministerium ist Betrug. Das Ministerium ist Betrug. Ist ja ein richtiger Bosskampf hier. Impedimenta! Impedimenta! Ist ja ein richtiger Bosskampf. Uh-oh. Okay. Lieber mal den Tarnumhang. Ja, moin. Ja, perfekt. Geiler Zauber. Oh, der hat mal was gemacht. Glaubst du es? Na komm, schießen wir uns durch. Zaubern wir uns durch.
Come on. Jetzt habe ich Lust. Ich kann mich an den Horcrux auch gar nicht mehr so erinnern. Haben die überhaupt viele Horcruxe gefunden im ersten Teil? Ich glaube nicht. Gefühlt haben die da auch nichts gefunden. Sind ganz... Oh, voll drauf. Sind die ganze Zeit nur von A nach B gestolpert. Ron, aus dem Weg. Jetzt müssen wir uns halt hier richtig durchballern. Naja. Okay. Die Dinger stehen ja auch nicht aus Spaß rum. Aber wenn die laufen, ne, da kriegst du die Krise. Wirkt das Auto eben nicht. Und die nicht bewegungsintensiv genau. Lassen wir das hier. Komm. Boah. Fall auf die Nuss. Ich fühle es aber so ein bisschen, um ehrlich zu sein. Ich fühle diese Shooter-Aktionen hier. Oh, muss halt aufpassen. Instantes Pulver, keine Ahnung. Boah, perfekt. Nice. Oh Gott, Ron ist tot. Wir haben Ron getötet. Nein, er lebt. Ron ist aber so ein typischer NPC-Kompagnon, der überhaupt nichts macht. Der einem auch null hilft. Man kennt's. Aus gefühlt allen Shootern damals. COD war es auch immer so. Die haben nicht mal einen Gegner weggehauen. Boah. So, wir haben auch ein Level-Up bekommen. Oh nein. Aufgelaufen. Die ganze Zeit einer zaubert auf uns, aber es ist Ron hier. Oder? Ah, nee. Was ist mit dem los? Dem geht's nicht so gut. Nichts wie raus hier. Eieiei. Ah, perfekt. Ui. Oh, ich hasse das, wenn sowas nicht geht. Reinrennen. Oh doch, Ron hat mal einen weggemacht. Oh fuck. Komm einfach rennen. Einfach nur rennen. Ey. Viel geträumt, mein Freund. Wie lang soll der Korridor sein? Die Entwickler, ja. Ah, nein. Umgerannt. Gute Nacht. So weit, so gut, was? Oh nein, wir sind immer noch hier. Ja, das freut mich. Wo ist eigentlich Hermine? Ah, perfekt. Den haben wir doch gerade schon gesehen irgendwo. Ah, da ist Hermine. Ah.
So. Ja, Ron. Eine gute Feststellung. Warum ist Voldemort hier eigentlich nicht aufgetaucht? Ich meine, der hat ja anscheinend nicht so das Problem, mal schnell von A nach B zu kommen. Wundert mich eigentlich. Ich meine, sollte jetzt bekannt sein, was hier läuft. Boah, Deckung, Deckung, Deckung. Das ist absoluter Wahnsinn. Keine Ahnung, vielleicht hilft das mal was. Bam! Ist das One-Shot? Boah, verdammt. Oh nein, ich hab mir selbst einen reingedrückt. Ich Esel. Ja, perfekt. Besser kann es natürlich nicht laufen. Das hätte auch Hausmeister Filch sagen können. So. Ich glaube, dieser explosive Safttrank ist echt nicht schlecht. Auf die Wand zu schießen. Och Mann, der eine hat irgendwie Hex. Der hat Schnellfeuer an. Na, ihr Schwachköpfe. Impedimenta! Wir müssen uns beeilen. Ah, perfekt. Ah. Boah. Boah. Jo, die haben das Ding weggeholzt. Oh nee. Oh nö. Ey, diese Misttränke, da muss man echt aufpassen. Das Lohnnetzwerk schließt sich. Nehmt das. Dieser explodierende Trank ist echt One-Shot. Aber, oh ja, die eine hat Schnellfeuer. Oh, guck dir das an. Ich hau ihn mir auch noch auf die Nase. Ja, komm. Oh nein! Es ist geschaltet. So dumm. Wie die auch die ganze Zeit ihre Lines abrotzen, gell? Zack. Super!
Ron getötet, glaube ich. Okay, die sind ein bisschen zäh hier. Aber hat Stinks gar nicht erst versucht, hierher zu kommen? Der sieht 1:1 so aus wie der Typ gerade. Gut, vielleicht ist er wieder neu gespawnt. Die sterben ja auch nie, die Todesser oder was. Gehen ja immer nur weg. Ich glaube, dieser explodierende Trank ist echt strong. Was haben wir noch für Zauberdinger? Expulsor. Oh, hi. Oh, Alter, die hauen hier echt verbotene Flüche raus. Jetzt gibt's keinen Morgen mehr. Ich brauche diesen Expulsor, der ist cool. Oh, nee, nicht gut. Gerade gar nicht gut. Was? Da stimme ich dir absolut zu. Ah, der ist doch nicht so stark irgendwie. Filimenta ist deutlich besser. Ich zumindest so das Gefühl. Idioten! Filimenta! Hä? Sterblich oder was? Schnell! Harry! Er sieht die Ausgänge! Sofort! Zu spät, Kumpel! Wo sind wir? Wir wollten doch zum Grimoire-Platz. Wollten wir auch, aber ein Todesser hat Ron geschnappt. Ich musste den Zielort ändern, aber ich habe es so schnell gemacht, dass mir ein Fehler unterlaufen ist. Jetzt ist Ron verletzt. Schon okay. Au! Halt still! Ich muss Diptam auftragen. Au! Au! Es tut weniger weh, wenn du aufhörst zu zappeln. Oder wenn du aufhören würdest, mich zu schlagen. Wie sollen wir wissen, dass sie uns hier nicht finden? Nein, sag's nicht. Ich habe jemanden im Ministerium belauscht. Sie haben den Namen von du weißt schon wem zu einem Tabu gemacht. Wenn du seinen Namen sagst, können sie dich finden. Wo lang? Ich kann nicht sehen. So müssen sie uns auch im Café gefunden haben. Hermine, sei leise. Ich höre jemanden. Wir werden Greifern in die Arme laufen, wenn ihr so weitermacht. Hört sich nach Dean Thomas an. Was könnte Dean hier zu suchen haben? Es sind jede Menge Leute auf der Flucht. Sie verstecken sich vor Todessern und Greifern. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Eine sehr actionreiche Folge im Ministerium für Zauberei. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like oder Kommentar da. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr auch in Zukunft nichts mehr verpasst. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.